Republik, die Stimme des Outer Rim. Der nächste Song gilt den Schlammspringern der 224. die sich draußen auf Mimbahn durchschlagen. Feuer frei! 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 Feuer frei
So, machen wir jetzt mal den, ne? Erstmal hier die ganzen Quadranten gewinnen, dann gibt es ja ordentlich Asche. Und da wird schon gefightet mit den, ja, üblichen Verdächtigen. So, und jetzt gibt es hier die ersten, das sind die Patrouillenfregatten, die landen eigentlich, also lassen die, die Droiden auf dem Planeten landen, aber ich nehme mal zwei von denen als Verteidigung für die Raumstation oder für hier oben. Mal schauen. So, das dauert ein bisschen. Natürlich hier wieder, das kennt man ja, aufrüsten und alles. Ich bin auch ein Spieler, ich lasse mir Zeit, ich hetze da nicht so ab und... So, die Fregatte, die eine können wir mal hier hinstellen. Falls die Republik kommen sollte. Und ja. Warte, so sieht das Ganze aus, ne? Das sind ja die, die auf dem Planeten landen, wo die ganzen Droiden-Kampfschiffe, die ME-1, ja, und eine reicht, denke ich, aus und die andere machen wir hier hin. Als Verteidigungslinie so ein bisschen hier. Außerdem, das bringt uns so ein bisschen der Kriegsnebel, kennt man ja, das heißt, hier können wir nicht platzieren und somit haben wir immer die Möglichkeit, wo eine unserer Einheiten ist, da können wir auch Schiffe platzieren. Ich muss mich wieder dran gewöhnen, die Kamera zu gucken. Diesmal ist sie sogar, ne, also angeglichen, dass es halt ein Spiegel verkehrt ist. Gut, ja. Hätte ich jetzt auch gemacht. Das sind jetzt immer so eine Vorbereitungen. Einfach so ein bisschen hier. So, machen wir gleich nochmal zwei. Ja. Die bleiben einfach mal da auf Station. Das ist alles abwarten und Tee trinken. Da passiert nicht so viel jetzt. Aber, guck mal, der Satellit hier, ne? Ist er nicht so in der... Nee. Verhindert in einem großen Umkreis um das Gebäude das Auftauchen von Verstärkungen. Das heißt praktisch, wenn das jemandem gehört oder wie? Das mache ich jetzt, das brauchen wir nicht. Obwohl, come on. Bisschen Spule. Aber wir haben jetzt die hier. Ja. Man sieht, was wir hier haben. Handex-Jäger, Bulwark MK1, MK1, Bomberschaden. Ich glaube, hier gibt es nachher auch noch einen anderen Schiff. Ich glaube, zumindest. Oder war es woanders? Ich weiß nicht. Ich glaube, war es hier auch. Die Malevolence, das ist ja das Schiff von Grievous aus der Clone Wars-Serie. Und jetzt haben wir schon mal diese Herrschaften hier. Die sind natürlich sehr wichtig für uns. Und die werden wir mal hier platzieren. Das sind die typischen Droidenschiffe aus Episode 3, aus den Clone Wars-Serien, die immer angreifen. Die hier kenne ich nicht so, 3E-Transporter. Aber gut. Wir haben dann erstmal so eine Verteidigungslinie. Und gleich mal schauen, was denn so passiert. Ja. So ist das Leben, nicht wahr? So, Freunde, gib's mal hier auf die Schnauze. Siehst du, und hier können wir nicht platzieren, dann machen wir mal den hier hin. Ja, guck mal, so sehen die aus. Das sind die typischen, auch vom Design her, wie man sie kennt aus den Clone Wars Serien. Sehr schön. Die Modelle gefallen mir sehr, sehr gut. Die haben jetzt nur Jäger, die Dinger. Ich weiß, also die Dinger sei schon die Replik. So, das ist jetzt so meine Verteidigungslinie. Das ist so eine Verteidigungslinie für mich jetzt. Die erste Blockade sozusagen vor der Raumstation, dass hier halt erstmal schon Schiffe stehen. Ja, für kleinere Schiffe und die für größere. Und hier halt als Notfall-Upload-Plan. Wir haben natürlich hier Kapazität-Einheiten 50 Stück. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr auf Lager. Und das wird nachher ja richtig shoot, ne? Natürlich Helden hier, Asia Fendris.
Alles wunderbar. Ja, ich könnte ja auch alles mal zeigen, aber es ist... Ne? Ist hier was Neues? Ich weiß gar nicht, ob hier was Neues gibt überhaupt. Bulwark, das sind ja die Dinger. Diese... Kann ich mal. Die sehen aus wie Fische. Keine Ahnung warum, die sehen aber aus wie Fische. Okay, hier gibt es ein bisschen was zur Sache. Okay, jetzt haben die schon einen Kreuzer. Das ist der Republikkreuzer. Leichte Fregatte. Der ist auch in den Clone Wars kriegen. Da gibt es auch noch den roten, den man kennt, vielleicht aus den. Aus Episode 1. Da ist er schon, der rote, der Qui-Gon Jinn und Obi-Wan in diese Station bringt. Guck mal, da kommt. Jawohl, getroffen. Aber die haben keine Chance, diese Leder wirklich. Also, das sind ja Viper, die normalen Fregatten, die kleinen. Hier. Da ist er, ne? So sieht er aus. Ja, wir haben aber unsere kleine Blockade. Durch den Nebel können wir auch gehen, aber gehört das eigentlich uns? Nee. Ich bleib mal hier einfach stehen, da ein bisschen. Wir können uns ja auch, ja, die platzieren sich einfach mal da so ein bisschen am Nebel. Das heißt, falls hier irgendwelche Schiffe rauskommen, dann... Pff. Also du zum Beispiel, du platzierst dich mal hier so. Und du platzierst dich mal dann hier so. Und du bleibst mal stehen. Somit haben wir so ein bisschen eine kleine Verteidigungslinie hier, einmal und hier. Und jetzt kommt noch das große Mutterschiff, der Fischkopf. 1, 2, 3, 4. Ja, sieht aus wie ein Fisch und ist eigentlich auch ziemlich gut. Der kommt dann gleich hier mit zu. Ne, sieht nicht aus wie ein... Doch, sieht aus wie so ein Hai, ne? Doch, hat sowas... So wie so ein Fischhai, keine Ahnung. Kenn ich gar nicht. Was ist das für ein... Bulwark. Schwergewandte Kriegsschiffe. Mhm. Naja. Oh, da kommen schon die ganzen Krieger. Aber große Kampfschiffe haben die auch nicht. Also große... Die sind schon ein bisschen aufgerüstet. Die haben schon Level 4. Und wir sind Level 4. Gut. Jetzt kommt... Natürlich, das ist die... Eigentlich ist es ja auch eine Kontrollstation für die Druidenangriffe, diese großen. Aber ja, man kann sie vergleichen, glaube ich, mit Sternzerstörer. Ein bisschen von der Qualität her. Aber wir sehen, hier kommt noch ein Dirge. Den kann man auch aus den Klonen... aus den Comics oder aus der früheren Serie. Also den kann man nicht so... Also viele Charaktere, die man eigentlich nur kennen kann, wenn man wirklich ein bisschen Star Wars... Hintergrundwissen hat. Ja, die Station ist wirklich nicht so toll, weil diese Schiffe sind nutzlos. Und das Ding hier war mal schön, aber da hole ich mir lieber die großen, guten Schiffe, ne? Da, siehst du, jetzt hat unser Freund auch hier Dranin-Transporter. Und hier ist eine Fregatte. Der Krakakäuter. Wir schauen mal ein bisschen Action hier, wa? Auch mal bei sowas konzentriert. Ne? Was ist das? Das ist bestimmt ein Schiff. Ja. Ja, das ist genau, das ist dieser Transporter. So, wir stehen da so rum ein bisschen. Das ist ein bisschen die Verteidigungslinie, Blockade. Ich warte eigentlich darauf, dass unser Freund fertig ist. Ich kann auch spulen, aber kein Bock. Sagt er. Okay, wir brauchen. Wir können das nicht machen, weil der das macht. Wahrscheinlich der Computerfreund. Das ist natürlich der Nachteil, aber... Die können Selbstzerstörung machen, was ich natürlich schön finde. So, ich würde eigentlich gerne den hier auftauchen lassen. Einfach so als Überraschung und so. Kommt er einfach hier auf. Warte mal. Hier, komm. Jetzt hier. Bäh! Das muss so gesessen haben. Kommt er einfach mal an, ja.